Ja, wow. Geil. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Runde bei Freitag der 13. Mit dabei die 16-Bit-Marscher. Hallöchen. Berlin. Hi. Fifi. Hallo. Teilkröte. Hi. Und der Light. Ey. Und ich hatte gerade noch nicht mal das Video, ich habe einfach nur einen Wald gesehen. Nice. Das ist richtig geil. Deswegen, hey, wann soll ich anfangen? Dann, hallo, keine Ahnung. Cool. Hab ich schon gewundert, hä? Geht los, bei mir nicht. Passiert. Also, hast du das Video jetzt gar nicht drauf? Nö, das Video hab ich nicht drauf. Ich hab einfach einen Wald mit einem grauen Strich unten drauf. Ihr läuft. Oh, Mascha. Ja, ne? Hi. So. Ah, man kann sogar das. Ach ja, stimmt. Oh. Push to talk machen, ne? Bleibst du stehen, oh, dann. Oh mein Gott, was passiert da? So, Heilige Scheiße. Es gibt was Schönes, was Kinder noch sagen wird zu dieser Runde, die wir jetzt spielen. Ja, genau. Die Runde werden wir in Push to Talk spielen. Das heißt, nur mit In-Game Voice Chat. Genau. Und deshalb werden wir uns mal im TS alle muten jetzt. Muss ich mich mal kurz raustappen? Ja. Und tschüss. Sound muted. So. Eiskalt, einfach abgebrochen. Zurück ins Spiel. So. Hallo? Ich hoffe, man hört es, wenn die anderen mit einem reden. Wir beginnen auch gleich. Gott, er ist bei uns! Nein! Da hinten war. Diese Störung habe ich mittlerweile rausgefunden. Ist, wenn der Killer sich teleportiert. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht bei der ersten Folge. Wenn nicht, zeige ich das gerne, wenn ich mal der Killer bin. Wie das aussieht, wie das passiert, was da passiert. Jedenfalls kriegen die Spieler dann halt eine Störung als eine Art Warnung. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Gut. Dann gehen wir mal ins erste Häuslein rein. Da scheinen auch andere zu sein. Mal gucken, wer sich da versteckt. Wir müssen unbedingt die also alles für die. Hallöchen! Let's party! Hallo! Mascha! Na? Oh, was geht ab, Mascha? Der Light klingt richtig gut. Ja, irgendwie schon. Bisschen abgehackt, aber. Naja, okay. Habt ihr alles schon geplündert? Ich kann uns denn nicht hören, wenn er in der Nähe ist. Ich glaube nicht. Ja, jedenfalls gut. Ich mach mal die Tür hinter mir zu, ne? Mach das. Und tschüss. Also, ich bin gerade. Hier war nichts mehr. War nicht alles so. Habt ihr hier schon alles geplündert? Sag mal! Ich schon. Nein, oben ist noch nicht. Da gab's nur Knaller. Ah ne, da war noch ein Raum, das Bad. Schönes Haus. Da drinnen war nichts. Alter, ich hab mich gerade vor meinem eigenen Spiegelbild hier, also diese Spiegelung erschreckt. Oh, dieser Hintern. So. Was? Wollen wir zur Scheune gehen? Können wir machen, aber ich glaube, da drinnen ist nichts. Ich mit meiner stylischen Bratpfanne. Aber echt. So wie eine Frau halt sein sollte. Okay, hier ist ein Holzbrett. Oh, der Killer. Oh. Ficken! Hallöchen! Ah.
leid, Mann! Es tut mir leid! Nein. Oh mein Gott, Alter, geh weg! Verzieh dich! Was? Renn weg, nach rechts, nach rechts, nach rechts, der Killer. Wo bist denn? Bist du noch in meiner Nähe? Du bist doch weit weg von mir. Lass mich mal in Ruhe lassen, bitte. Es wurde anscheinend hier schon geplündert. Und anscheinend höre ich den Kill-Nano immer noch. Komischerweise. Obwohl er nicht mehr in meiner Nähe ist. Okay. Normalerweise gibt es hier Walkie-Talkies, die dafür sorgen, dass man sich auf weitere Distanz hört. Und ansonsten eigentlich gar nicht. Komisch, komisch. So, erstmal zumachen. Natürlich bist du David. Da. Vielleicht, weil er in der Nähe vom Killer ist. Ich bin gleich tot. Oh. Hörst du mich, Kill-Nano? Anscheinend nicht. Egal, ich kann es noch. Haben wir das mal gemacht? Schön auf Nummer sicher gehen. Mal gucken, was wir hier in diesem Häuschen finden. Das ist so unheimlich, wie er redet, weil das alles halt. Nice. Damit will ich ihm ins Gesicht schießen, am liebsten dem Killer. Ach ja, der Killer bei uns ist übrigens die liebe Fifi. Es ist auch die Person, die bei meiner ersten Aufnahme beim Reinschnuppern quasi bei Kröte und mir reingeplatzt ist. So unverschämt. Ja, ja. Sie sorgt dafür, dass wir jetzt alle sterben. Ist einer denn schon tot? Oh! Der liebe Lian ist ja schon tot. Was? Hier war nichts drin. Bei einem rückwärts die Tür zu machen, das weiß ich auch nicht. Derjenige, der beim Haus ist, sollte aufpassen. Okay, dann gehen wir mal zum Camp. Ah, ich muss es gedrückt ja, halten. Ich kann schon. Nein. Ah! Was mache ich denn? Ich hätte noch ein Messer, Gott sei Dank. Komm schon. Martha, renn. Na, komm schon. Bei mir ruckelt's, nein! Was macht die, Alte? Nein! Geh, nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Ich will nicht sterben, nein! Bitte nicht, nein! Von dem Auto. Ja, wo ist der?
schon das gelbe Auto. Was? Was? Nein, bitte verschon mich! Nein, ich habe Kinder und Mann zu Hause. Nein! Oh, dieses Miststück. Oben auf dem Fettfeld. Aber ich bin als Jarvis wiedergeboren. Wieso ich? Kann ich mal schnell ins Auto? Wag es mal hier rüber zu schwimmen. Lian ist als erstes gestorben. Wieso bin ich als... Okay. Mach sie kann. Kannst du fahren? Ich hoffe. Ich werde dich finden, Pippi, und töten! Oh, hoffentlich kannst du fahren. Aber die Musik ist gut. Aber ich sehe sie. Ich sehe euch gerade wegfahren. Lass mich nicht alleine. Was? Was? Die fahren weg? Was? Die fahren weg? Ihr seid scheiße. Scheiße. Es tut uns leid. Da ist jemand. Hey! Hallo! Sind die jetzt ohne uns weggefahren? Hä? Ach, Maschall. Ja. Du bist schon tot gewesen. Ja. Ja. Wir brauchen eine Batterie und einen Schlüssel. Dann können wir das andere Auto klar machen. Kröte ist tot. Was? Kröte ist tot? Lian. Marvin, schnell, fahr mit dem Auto weg! Ja, fahr weg! Die Camper im Auto. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Die anderen Schlüssel sind auch da unten links. Wir könnten auch das Viererauto machen. Oh, ja, aber wo ist die Batterie? Ja, das weiß ich nicht. Die hören sich, glaube ich. Ich glaube, die Schlüsse waren auch hier unten links. Ich glaube, die haben Walkie-Talkie, dass sie sich gegenseitig unten hören. Links, dass ja, wo das höre, zwei aber sie Auto hören mich, glaube ich, nicht. No, ich bin so alt. Die haben auch mehr, ich muss sagen, sie haben auch mehr Stunden gespielt als ich. Ich glaube, der ist immer noch im Zweier-Auto. Mascha, wollen wir Knallerbsen zünden? Ja. Verzieh dich, Pippi! Okay, meine... Ah, hört ihr mich? Ja. Ja! Okay, weil ich habe weder Walkie-Talkie noch sonst was und ihr seid scheiße weit weg. Deswegen wundere ich mich. Hä, braucht man das Walkie-Talkie denn doch nicht? Anscheinend nicht, weil ich höre euch... ich habe ja auch Kilnano die ganze Zeit von weiter Entfernung gehört. Und euch jetzt gerade auch, obwohl ich nicht in eurer Nähe bin. Ah, geil. Wie gesagt, das hat sich schon bemerkt. Du kannst uns hören, aber du kannst nicht mit uns reden. Kannst doch sprechen, ich habe dich die ganze Zeit gehört, Leid. Ich habe dich die ganze Zeit gehört, Leid. Ja. Das hatte ich ja mit... Lass mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob ich zurück zum Auto soll. Schlüssel gefunden. Fehlt noch die Batterie. Niemand weiß, wo die Batterie ist. Ich bin so nervös, Ich suche schon, aber ich finde nichts. Ich habe Fifi bisher echt noch nicht einmal gefunden. Na, das Witzige ist, dadurch, dass ich jetzt Jarvis bin, sehe ich genau, wo sie sich befindet. Hat jemand eine Ahnung, wo Batterien hier so rumstehen könnten?
Einfach so im Haus. Das ist random. Im Haus? Pass auf! Musik. Holy shit! Oh, wen hab ich gefunden? Ich hab hier einen toten Körper gefunden. Scheiße! Lauf, Leute, lauf! Ich möchte dich nicht verlieren. Ich sollte anfangen, T zu drücken, wenn ich sowas schon sage. Ah, es ist zu viel. Zu viele Emotions auf einmal. Ah. Mist. Ist denn das? Ist denn da oben? Ist alles noch... Ah! Gut, gucken wir mal weiter. Das Haus. Oh Gott, ich habe mich unter dem Bett versteckt. Kann sie das nicht hören, wenn du, wenn sie bei dir ist? Ja, ja, sie kann das hören, wenn du, wenn sie bei dir ist. Katze! Bitte! Alter. Oh Leute, ich nehme das 2 Auto und gehe, es ist viel zu viel. Bitte geh weg, bitte geh weg! Na komm schon. Dann warte wenigstens auf mich. Dann komm ich mit. Das ist mir leid, halt liegen. Ich, du musst dich beeilen, komm sofort hoch. Ich bin auf dem Weg. Diese Katze regt mich auf. Dieses kleine Miststück. Ist es vorbei? Ist die Runde vorbei? Ich kastriere dich wirklich gleich. Huch, ich muss mal kurz raustappen. Mikrofon. Mikrofon activated. Was war denn jetzt los? War die Runde einfach zu Ende? Ja, ich habe keine Ahnung. Warum? You survived, ja! Hä, wie kam das? War die Runde vorbei? Also ich bin rausgefahren. Ich bin noch am Leben. Ich hab dich noch getötet. Nee, ich bin rausgefahren. Ich hab dich aus dem Auto rausgezogen, als du gegen die Wand gefahren bist. Ja, aber man fährt immer gegen die Wand da und dann ist das halt, also bei mir stand Survived, hier steht auch Escaped, ich, keine Ahnung. Ja, aber getötet habe ich dich trotzdem und Punkte bekommen. Echt? Ja, nice, haben wir beide was davon. Wow. Ja, Mascha, sorry, ich konnte aber nicht auf dich warten. Also, ich war schon da, sie war bloß an dem Autokrat, deswegen. Deswegen Wieso? Konnte ich nicht. Wieso? Warum hast du die ganze Zeit verfolgt? Ich weiß nicht, das war so verlockend. Keine Ahnung, man hört dich doppelt. Doppelt? Ja, du musst erst Dingens wieder machen, Push-to-Talk. Besser? Nein. Nee, du musst in-game. In-game. Ja, geil, doppelt. Ja. Die Sache ist, Kröte, als ich gerade zu dir wollte, war Fifi auf einmal schon am Auto. Und ich musste langsam werden, weil ich wollte gucken, wo was wer ist und hier. Und dann war sie auf einmal auf der Straße weiter. Gerade wo ich mich anschleichen wollte und ihr einen Kopfschuss geben wollte mit meiner Knarre, ist das Spiel halt beendet worden. Okay, ja. Was ja, Tom hier? Ich wollte das Auto so fahren, dass wir halt nur noch quasi einmal Gas geben müssen und dann raus wären. Mhm. Aber dann fing es an zu kriseln und ich hatte Schiss. So, hört ihr mich jetzt noch doppelt? Ja. Ja, immer noch, bei irgendwem ist immer noch Dingens an. Nein, bei dir selber ist im Game. In-game. Ja, ich hab's gerade ausgemacht. Ja, dann muten wir dich einfach alle. Ja, ich muss einfach anmachen. Dann mute ich dich einfach. Ja. So. Ja, das war aber voll komisch bei dir, keine Ahnung, weil ich hab dich aus dem Auto rausgezogen
Ja, und dann hast du mich gegen in den Boden geschmettert und war ich tot. Ja, aber ich war voll weg. Ich hab irgendeine Taste gedrückt, weil ich wusste nicht, welcher Skill aktiv ist und ich wollte dich endlich erwischen, weil du mir schon viermal entkommen warst. Und hab irgendwas gedrückt einfach und dann bist du irgendwie weggebackt. Und warum warst du nicht mehr in meiner Hand? War das wunderschön mit dem Baseballschläger? Boah, das war so mies. Das war voll mies. Ich kommt an, ich hau irgendwie einfach den Baseballschläger. Ich hab mich einfach instant gestunt. Das ist auch voll krass. Das ist aber cool. Die Fresse gehauen, ich war gestunt. Und dann noch mit dem Taschenmesser rein. Ja, du bist viermal entkommen insgesamt. Oh. Viermal? Ja. Wen habe ich als erstes getötet? Lien. Oh. Ja, da war ein Ast in der Nähe. Und ich dachte, ja, komm. Ja, weil du hast ihn da im Haus oder beim Friedhof in der Nähe, oder? Katze. Ja, da oben, Friedhof. Lien stand bei mir einfach. Ja, bei mir auch. Ich dachte erst, ich hätte ihn irgendwo aufgehangen oder so. So richtig eklig so. Ich hab nicht krass gesehen. Ich habe nur irgendeine Leiche auf dem Boden dann gesehen. Ich hab mich so erschrocken vor der Leiche. Ich laufe auf dem Land, steht da einfach ein Tier. Das war so geil, das hat so Spaß gemacht. Und Mascha war am Schluss der, wie heißt der, Jarvis. Genau. Ja. Geil. Ja, nice. Oh, ich bin die Einzige, die nicht bekommen hast. Ui, ui, ui. Ja, aber ich konnte mit dem Jarvis gar nichts machen, als ich weil sie mich verfolgt hat nach dem Auto. Ja. Na, du musst mit der... Ja, mein Krötchen war aber am Ende der Welt und du warst halt noch ein bisschen näher dran. Ja, ich bin halt direkt weggesprintet. Ja, aber bei der ganzen Sprint, den du hattest, oder? Ja, keine Ahnung. Du warst auf einmal mega weit weg, so einem ganz anderen Camp. Und er war ja, ich war direkt halt beim großen Haus. Weil voll ich dachte, krass. Okay. Hätte ich voll weit laufen müssen. Ich dachte so, nee, next ja, try. Aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, wer der nächste Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.